Wir sind jetzt an dem Punkt, warum saßen in der DDR auch Leute in Gefängnissen? Und Herr von Schnitzer sagt, es waren die Richtigen. Ich will mal darauf nicht antworten. Wir sollten uns mal unterhalten über die Wirkung des Schwarzen Kanals. Und das ist auch für Sie ein interessantes Thema, Herr Schnitzler. Ich bitte Sie trotzdem vorher noch einmal dazu was zu sagen, weil Herr von Schnitzer sagt, ja, er glaubt, was er sagt. Ich befürchte so ein bisschen, dass das Niveau der Argumentation so tief sinkt. Ja, das liegt aber da. Ja. Bravo, bravo. Nein, ich meine... Ja, ich meinte das durchaus auch beiderseitig. Nein, es gab in der DDR ungefähr alles im allem 250.000 politische Urteile. Das sind historisch gesicherte Zahlen. Fantasiezahlen sind das. Nein, das sind historisch gesicherte Zahlen. Ungefähr 250.000. Aber die 1 Million Strafverfahren gegen die Opfer des Kalten Krieges, die in der Adenauer und unter Helmut Schmidt. Wo ist denn diese Million gewesen? Also das wird jetzt wirklich fantasievoll. Es hat in den 50er Jahren, das wissen Sie sehr genau, und Sie haben natürlich in Ihren Sendungen damals noch im Rundfunk genügend darauf hingewiesen, dass es hat in der Adenauer Zeit Strafverfahren gegeben. Na, Helmut Schmidt auch, bitte. Lassen wir die Sozialdemokraten nicht raus. Also, Herr von Schnitzer, wir lassen Sie ausreden. Jetzt müssen Sie Herrn Dr. Wolle auch ausreden lassen. Nein, nein, nein. Also beispielsweise die Sozialdemokratie hat sich gegen das KPD-Verbot 1956 zur Wehr gesetzt. Das wissen Sie auch. Das wissen Sie auch. Erzählen Sie doch jetzt nicht diese Märchen aus dem Kalten. Und wer war der Kanzler? Adenauer, natürlich. Unter Sondergesetzen. Ja, was sollen jetzt diese lächerlichen Diskussionen? Ich will auf ein anderes Thema hinaus. Sie sollten sich wirklich überlegen. Sie hatten von 1960 bis 1989 ungefähr 1500 Sendungen des Schwarzen Kanals zur besten Sendezeit nach diesem sogenannten Montagabendfilm. Sehr beliebte war die beste Sendung des DDR-Fernsehens. Das ist auch ein Phänomen übrigens, über das man mal nachdenken sollte, warum gerade diese Filme aus der Goebbels-Zeit so ungeheuer beliebt waren. Im DDR-Fernsehen. Aber es war nun mal die Sendung mit der höchsten Einschaltquote. Dann kam der Schnitt und dann kam Ihr Schwarzer Kanal. Also besser geht's gar nicht mehr. 1500 Sendungen. Und wenn Sie denn mal über die Resultate nachdenken, ist es ja eigentlich armselig. Denn widerlegt hat sie vielleicht nicht der Westen, aber widerlegt hat sie 1989 ihr eigenes Volk. Das ist das Tragische. Jetzt halten Sie sich fest, was ich jetzt sage. Jawohl, ich habe eine Niederlage erlitten, eine ganz persönliche. Ich bin mit der richtigen Sendung der Schwarze Kanal habe ich eine schwere Niederlage erlitten. Aufgrund einer Überlegenheit der westlichen Systeme. Sie hatten ja Dutzende von Sendern. Sie hatten die Frontstadt West-Berlin. Herr Lummer kann da ein Lied von singen, wenn er singen könnte und würde und wollte. Die hatten die Frontstadt West-Berlin mitten in der DDR. Eine Eiterbeule, die... Bitte? Wer hat die Störsender gehabt? Wer hat die Störsender gehabt? Das ist die Kabarettecke. Wollen wir mal sehen. So. Herr von Schnitzer, Sie haben gesagt, Sie haben Ihren Kampf verloren. Sie haben aber auch gesagt, Sie hätten die Dinge immer sehr gut analysiert. Am 28.08.89 haben Sie gesagt, die DDR ist unerschütterlich, stabil, konsequent und unbeirrbar. Was ja nun definitiv nicht stimmt. Hat da Ihre Analyse versagt oder haben Sie da gelogen? Ach, führen Sie doch lieber Beispiele aus den Anfängen an. Aber jetzt reden wir über dieses. Wir können über die Anfänge nachher reden. Aber jetzt möchte ich gerne, dass Sie dazu was sagen. 1989 war der Karren bereits gegen den Baum, drohte gegen den Baum zu fahren. Da hatten wir die Verräter in den eigenen Reihen. Da hatten wir den Herrn Gorbatschow, den Oberverräter, der sein eigenes Land preisgegeben hat. Der das sozialistische Lager, der die internationale Solidarität preisgegeben hat, der Kuba preisgegeben hat, das sich trotzdem noch hält als sozialistischer Staat. Das vergessen die Herren da vorne immer gerne eben. Und China ist auch noch da und Nordkorea ist auch noch da. Das ist so ein bisschen Dolchstoßlegende, oder? Auf DDR. Keine Dolchstoßlegende, keineswegs. Nur, wir sollten aufhören, die Frage aufzuwerfen, was haben wir in der DDR falsch gemacht? Wir sollten die Frage stellen, was haben wir in der DDR richtig gemacht? Das ist nämlich so viel. Da kommt das und das und das und das zusammen. Da bleibt am Schluss ein Stückchen, was wir anders machen sollten, hätten anders machen sollen oder was falsch war, gibt es. Und darüber reden Sie und ich rede über das. Über das und Sie reden darüber. Tun Sie mir einen Gefallen, wenn Sie was sagen wollen, ordern Sie ein Mikro, dann kann man Sie auch verstehen, dann haben wir alle mehr davon. Ich würde gerne mal eine Frage stellen, Herr von Schnitzer, die sich bezieht
auf Ihre Bemerkung von den Menschen in Gefängnissen, die richtigen, im richtigen Gefängnis. Sie haben in einer Ihrer Sendungen jedenfalls gesagt, man solle den Leuten, die aus der DDR abhauen, keine Tränen nachweinen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das ist eine Lüge, Erfindung Ihrer Presse. Das hat Herr Honecker gesagt. Das stammt nicht von mir. Das stammt nicht von mir. Ihre Rechercheure taugen nicht. Das wissen wir. Würde ja nicht wundern, dass Sie das Gleiche gesagt haben wie Herr Honecker. Doch, könnte ich sagen. Aber so einen Unsinn hätte ich nicht gesagt. Sie halten das für Unsinn? Ich halte das für Unsinn. Ja, aber warum sind die Leute denn weggelaufen? Jeder Einzelne, der weglief. Und warum sind Sie, Sie sind weggelaufen, Sie wollten weglaufen und wenn Sie weglaufen wollten, kamen Sie in den Knast. Und sagen Sie mal, sind das die Richtigen im Knast, wenn einer, der von einem Teil seines Landes in den anderen gehen will oder auch überhaupt irgendwo in die Welt hingehen will, warum muss der Mensch in den Knast kommen? Da können Sie nicht sagen, dass Sie die Richtigen im Knast sind, oder? Es ist keiner weg, keiner in ein Gefängnis gewandert, der nicht etwas getan hat, der nicht gegen ein Gesetz verstoßen hat. Versuch der Republik flog. Jetzt auch Schluss, Du bist doch bescheuert, bist du! Ja, ja. Ich hab gesagt, wenn meine Mutter hat ihn ja gesessen, bloß weil sie im Westen gearbeitet hat und der Nachbar sah nicht mehr da. Die müssen Geld zuzuverdienen. Die hat mit Recht gesessen? Du schämst dich aber was, mein Judel-Eder. Was soll denn noch, Junge? Ich klatsche für den Sudel-Ede. Ich klatsche für den Sudel-Ede, denn Tucholsky hat ja auch seine Bücher, einige Bücher Sudel-Ede, Sudel-Bücher genannt. Scham. Weil sie mich verpflegen wollte, weil sie mussten ihn noch verdient hat als alleinziehende Frau. Jetzt will mir eine Antwort. Ihn ja Halle hat gesessen. Das war richtig, oder? Ja. Scham. Was denn du? Ja. Ja? Ja. Warum? Also, pass auf, doch. Können wir den mal sachlicher diskutieren, Leute? Also, Herr von Schnitzler hat gesagt, ja. Das ist ja der Gipfel, ist der. Ich verstehe Ihre Erregung und Herr von Schnitzler ist der Meinung, die Dame, die der Herr anspricht, hat mit Recht gesessen. Scham, hat er gesagt. Haben Sie dieses Gefühl mal gehabt an irgendeinem Punkt? Also ist das Gefühl, das Sie kennen? Ich halte es da mit Pfarrer Frelinghaus, der einen Artikel im Neuen Deutschland geschrieben hat, ein Pfarrer, nach der sogenannten Wende. Und die war überschrieben, ich habe nicht zu viel für die DDR getan, ich habe zu wenig für die DDR getan. Das ist ein Pfarrer, ein sehr interessanter Mann. Sehr interessanter Mann. Der ist nicht in der CDU. Ich will mal den Pfarrer anziehen, war viermal. Können Sie was dazu sagen, Herr von Schnitzler? Ja, ich schäme mich. Ich schäme mich, dass ich nicht noch mehr getan habe. Okay, also das ist das, wo Sie Scham empfinden. Also, das Unglaubliche ist ja daran, und darüber müsste man wirklich, glaube ich, mal von hier aus jetzt gemeinsam reden. Herr von Schnitzler ist der Überzeugung, dass die DDR ein guter, ein positiver Staat war. Man soll über das Gute reden, das sie getan hat. Sie war erhaltenswert, sie hätte erhalten bleiben sollen. Er und andere hätten mehr für die DDR tun sollen. Und sag ich mal, hören Sie mal, dieser Staat war nicht vom Volk getragen. Eine anständige Wahl hat es nie gegeben. Sie mussten die Leute einmauern, weil sie weglaufen wollten. Ach, also von Demokratie halten Herr sie Lummer, gar nichts. Den alten kalten Krieg. Ja, Entschuldigung, das hat mit kalten Krieg nichts zu tun. Wenn man das Volk ernst nimmt, Demokratie ernst nimmt, dann würde man das respektieren, was das Volk will. Aber Sie haben nur immer Ihre eigenen Klassenideen ernst genommen und sonst gar nichts. Und das geht nicht in einer Demokratie. Und das müssen Sie einfach lernen. Und wenn Sie es nicht lernen, dann wird man Ihnen sagen eines Tages, gut, das ist das Positive, das Fossil hat sich nie geändert, steht wie ein Stein. Die ganze Welt mag sich ändern, nicht wahr? Aber er steht immer noch da. Die Weltgeschichte ist an ihm vorbeigegangen, er hat es gar nicht gemerkt. Antwort, so stehen Sie da heute. Antwort von Herrn von Schnitzler, dann unser Publikum. Mein Eindruck ist, Sie sind auch stolz darauf, dass es so ist. Dass die Welt sich dreht und Sie sich nicht. Ich bin stolz darauf, dass es die DDR gegeben hat. Und es wird die Zeit kommen, wo noch mehr und nicht nur ein paar irregeleitete und manipulierte Leute stolz darauf sind, dass die DDR gegeben hat. Jetzt unser Publikum, der Herr bitte und dann der Herr da drüben. Der Herr kommt danach sofort dran. Ja? Wir wollen uns bitte nicht über die Gesprächsführung streiten, Frau von Schnitzler. Sie dürfen auch was sagen. Der Herr da hinten kommt auch dran. Herr Schnitzler, mein Name ist Schubert. Ich war 9 Jahre als Bundesbürger in Bautzen II im Zuchthaus. Ich zitiere jetzt einen wegen Fluchthilfe. Und ich zitiere jetzt zwei Sätze von Ihnen zum Tode von Peter Fechter. Da sagten Sie in Ihrem Kommentar, 10 tote Banditen dieser Art sind mir lieber als einer unserer tapferen Jungs an der Grenze. Nur haben Sie vergessen, dass diese Banditen unbewaffnet waren und die eigentlichen Banditen, die Grenzer, bewaffnet waren und auf Wehrlose geschossen haben. Sind Sie darauf auch noch stolz heute? Herr Weinhold war auch unbewaffnet. So, die Frage dann der Herr da drüben. Von Fechter. Das ist ein typisches Beispiel der Verlogenheit der westlichen Medien, das Sie anführen.
Der ganze Fall Fechter ist eine einzige Lüge, wie er da dargestellt worden ist. Eine Woche vor dem Zwischenfall mit, lassen Sie mich jetzt mal ausreden, wenn Sie zuhören können, dann hören Sie mal zu, falls Sie können, ich weiß es nicht. Eine Woche vor dem Fall Fechter ist südlich Eisenach mein Freund Hauptmann Rudi Arnstadt von den Grenztruppen von einem Beamten des Bundesgrenzschutzes, einem höheren Beamten im Range eines Hauptmanns, erschossen worden. Und zwar mit seiner Maschinenpistole zersiebt worden auf unserem Territorium. 8 Tage später versucht ein junger Mensch, aber keiner der Flüchtigen hat die Zeit gehabt, einen Personalausweis vorzuzeigen. Ich bin erst 16 oder ich bin 20 Jahre alt. Hat versucht, die Grenze zu verletzen am Reichstag. Und rechts und links, und das haben ihre Kameraleute, die Westlichen, nicht sie, die Westlichen, sie waren ja noch in Kinderschuhen, die westlichen Kameraleute haben damals peinlichst ausgespart, wer da rechts und links stand. Da standen Engländer, Amerikaner, die nichts verloren hatten, im britischen Sektor war das, mit Pistolen, mit Karabinern und zielten auf unsere Soldaten, die den Fechter aus dem Stacheldraht rausholen sollten. Das stimmt da nicht. Das stimmt genau. Das stimmt ganz genau so, wie es war. Wie Sie immer gelogen haben. Also Protest aus dem Publikum. Es geht jetzt nicht um Protest, die Wahrheit, also der Ort der Fechterflucht war vielleicht östlich des Checkpoint Stadions. Vielleicht wissen die das als Historiker, wie das war. Die müssen es ja wissen, den Fall Fechter. Also es ist, denke ich, in dieser, ich kann verstehen, dass viele von Ihnen jetzt da sitzen, toben und wütend sind. Herr Koch kommt auch noch zu Wort. Es ist einfach so, dass es nicht so sein wird, das ist mein Eindruck, Herr von Schnitzer, mit einer völlig anderen Meinung hier rausgeht. Insofern gibt es Punkte, an denen wir, so schwer es ist, damit leben müssen, dass die Meinungen komplett unterschiedlich sind. Bitte. Okay, gut. Das eben noch, sind Sie darauf noch stolz? Nee, der ist dran. Ja, sagen gut. Sie noch bitte drauf, damit der Herr das Gefühl hat, er hat eine echte Antwort bekommen. Ich habe keinen Kommentar gemacht, dessen ich mich zu schämen habe. Okay. Dann sind Sie der Schreibtischsteher und Steigbügelhalter sämtlicher Mörder und Sie sind also auch ein Mörder. Schnitzler, Mörder. Sie sprechen jetzt wie ein Richter und wie ein Staatsanwalt und unseren Gerichten, Herr Bräutigam und Konsorten. Jetzt gibt es einen Herrn von Schnitzer Fan im Publikum. Sie haben ja Goebbels nie gehört. Sie haben ja Goebbels nie gehört. Gut, okay, also Jungs, also jetzt seid mal ruhig. Also ich wohne jetzt ungefähr seit 5 Jahren im Prenzlauer Berg. Ich bin einer von der jüngeren Generation. Manch einer wird sagen, Mann, der hat eh keine Erfahrung. Also ich habe eine Menge Erfahrung gesammelt. Gerade hier mit meinen Arbeitskollegen, ich arbeite beim ABM auf dem jüdischen Friedhof und viele Arbeiter sagen, uns geht's verdammt nochmal schlecht. Und diese Schlechtigkeit wird einfach übertüncht mit bunte Blätter, wo wir immer mehr verteidigen. Wir verteidigen lieber die Autoschlange als irgendwelche Spielplätze, damit unsere Kinder spielen können, verdammt nochmal. Und da sitzt man rum, schimpft auf einen älteren Mann rum, statt wir endlich sagen, wir müssen umverteilen und wir müssen auf unsere Brüder achten und nicht auf sie eintreten. Und manch einer, verdammt nochmal, die wieder so machen, so Heil Hitler brüllen und so, die werden meistens geschützt. Und ich hoffe bloß, Arbeiter, ich kann nur eins sagen, Arbeiter, wacht auf, lasst euch doch nicht bescheißen. Die Banken nehmen von euch, wenn ihr Kredite nehmt, 14,5% Zinsen. Wenn ihr sparen tut, kriegt ihr 3,5%. Wer betrügt euch denn, Leute? Also, Herr von Schützer, Sie haben noch Fans. Sie haben noch Fans. Der hat mich nicht mitgebracht. Hat er vorher schon gesagt, lass mal den da sprechen, Mensch. Das ist ein Kumpel. Geht es runter wie Öl, Herr von Schnitzler? Bitte? Wir kennen das nicht. Will ich auch gar keiner unterstellen. Aber geht es runter wie Öl? Es war zumindest gehört zu den wenigen richtigen Dingen, die bisher aus dem Zuschauerkreis gesagt worden sind. Herr Halt, wie sehen Sie das? Also ich bin insgesamt ein bisschen verärgert über die Art der Schlägerei, die hier stattfindet. Das wurde ja schon mal angedeutet. Also ich stehe bestimmt nicht auf einer Seite mit Herrn Schnitzler, ganz im Gegenteil. Aber eigentlich tut mir leid, dass jetzt jeder auf ihn einprügelt mit diesen Gewaltmaßnahmen, weil ich gleichzeitig immer festgestellt habe, dass es im Westen sehr viele, vor allen Dingen Spitzenpolitiker gab, die mit diesem Staat, die so verurteilen, große Geschäfte gemacht haben, und zwar auf Regierungsebene. Das ist danach Schalk spätestens bekannt geworden.